Tagebuch von General Erubadron, 2989, drittes Zeitalter. Es ist still geworden in Mittelerde. 2 Wochen ist es nun her, seit dem letzten Gefecht, dem letzten Tanz der Schwerter, dem letzten Pfiff der Pfeile durch den Wind. Die Truppen werden ungeduldig. Jeder weiß, dass dies keinen dauerhaften Frieden bedeutet. Dies ist die Ruhe vor dem Sturm. Und damit ein herzliches Willkommen hier bei Let's Play Together the Third Age Total War. Ich bin der Ralf und an meiner Seite ist natürlich der unvergleichliche und unverbesserliche Max. Servus Leute, ihr habt mehr Reden gewünscht, hier bekommt ihr sie. Überlegst du das alles auf dem Weg hierher? Nö, ich bin da arbeite ich schon immer so ein bisschen so. Ich bin verrückt, ich mach sowas gern mal in meiner Freizeit. Ja, was bist denn du für einer? Ich mein, welcher Idiot macht sowas in seiner Freizeit? Aber welche wirklich? Idioten setzen sich auch noch zusammen in ihrer Freizeit hin und nehmen Videos auf? Ja, ich meine, also ganz ehrlich. Gibt schon echt crazy Leute auf der Welt. Ja, auf jeden Fall. Aber noch viel verrückter sind die Leute, die sich so einen Scheiß dann auch noch reinziehen, weißt du? Ja, aber echt. Gibt's auch so irre, habe ich gehört. Habe ich mir sagen lassen. Ist ja wirklich zu bemitleiden. Also Leute, wir begrüßen euch zurück zu Third Age Total War. Mit ein paar Neuerungen, die ihr jetzt so in erster Linie erstmal nicht mitbekommen werdet. Es sei denn natürlich, ihr habt auch einen 27-Zoll-Monitor. Im Skyrim-Video habe ich es schon angekündigt. Hier ist es nun offiziell. Mein neuer PC ist da, er ist episch, er ist geil. Er ist ein echtes Schmuckstück. Ich muss echt sagen, von diesem 27 Zoll Monitor, da bin ich echt ein bisschen überwältigt, aber schön. Ja, ich habe mich mittlerweile schon dran gewöhnt, muss ich sagen, aber am Anfang, weil ich habe ja von 23 Zoll gleich mal eben um 5 Zoll geupgradet und das haut halt schon echt... 23 auf 27 sind 4. Aber egal. Okay, Ralf hat recht. Ja, und das Ganze spielt sich jetzt auch viel flüssiger. Wir merken es schon an der Framerate, die tendiert immer so um die 60 rum. Minimal ist sie immer bei 30. Das ist sehr angenehm. Vorher hatten wir immer diese Hänger drin. Die sind jetzt, also bei Skyrim zumindest, waren die weg. Die hatte ich bei Skyrim auch. Also denke ich mal, oder ich hoffe mal, dass sie jetzt hier auch weg sind. Ja, wir spielen auf den höchsten Einstellungen. Das haben wir vorher eigentlich auch schon, aber jetzt noch flüssiger. Jetzt funktioniert's vielleicht auch mal richtig. Genau. Oh. Beim letzten Mal waren wir eigentlich recht erfolgreich. Ralf hat sich das eine Dorf da oben wieder geholt, soweit ich weiß. Formierst gerade Truppen genau, dafür. Genau, ich bin da fast da. Was ich mir allerdings geholt habe, war hier Dingens, da. Wie heißt denn? The Weather Hills. Ja, aber wie heißt denn die Festung da nochmal? Amun-Sul, genau. Ah, und da ist ja Walda. Und ich bin gerade dabei, eine große Streitmacht zusammenzusammeln, um Moria endgültig einzunehmen. Die verdammten Orks dort. So, ich erhöhe jetzt doch mal die Lautstärke ein bisschen. So. Wir sind glaube ich, zu laut. Ja, kann sein, ja. Genau, was ich auch wieder drinnen habe, ist... Ja, die wunderschönen Bilder. Frecker. Naja, Frecker hat ja beim letzten Mal seine heldenhafte Schlacht geleistet, hat sich dadurch die Isengard Armor erkämpft. Ein Theo, den habe ich übrigens wieder jünger gemacht. Ich habe da ein bisschen rumgespielt, weil der war ja schon so alt und graumeliert und alles, weil er über 50 ist und jetzt habe ich sein Young-Foto wieder eingefügt. Okay. Genau. Yes, my lord. Und gut, aber bei Erkenbrand nicht. So. Nee, der sieht besser aus, wenn er älter ist. Genau. Erfahrener. Den schicke ich jetzt von der East Ended Wild in die wahnsinnig größere West Ended Wild. Aber zuerst noch den Spy. Genau, die sind desertiert. Von Isengard haben wir gerade im Moment nichts zu befürchten, beziehungsweise kommt da nichts. Wie sieht es an der Grenze zu Mordor aus? Da steht eine Armee, Captain Zakur. Aber mit den paar Truppen, da wird der ja wohl... Naja, gegen das hier wird er... Könntest du ja fast überrennen. Da könntest du ja fast schon auf die andere Seite des Flusses über... Ich will erst Isengard weg haben. Ja, klar. So, und klar. Hier sehen wir Misty Mountains, da ist Moria hier. Das heißt, wir grenzen dann auch aneinander und können endlich unsere Handelsrouten knüpfen. Was ich jetzt einfach mal hoffe, ist, dass ich demnächst mal es schaffe, eine Armee dann auch aufzustellen, die hier nach Dunland und hier nach Südtabard marschiert, dass wir auch hier endlich unsere Grenze haben und dass wir dann endlich den Marsch auf Isengard vorantreiben können. Aber ich glaube, ich war für die Runde sowieso fertig. Deswegen übergebe ich das Zepter dem Ralf. Sehr gut, mein Herr. Ich war noch nicht ganz fertig, aber... Fast fertig. So. Hui! Jawohl, endlich! Ich habe ja schon...
Warte mal, Benefactor Glor Findel? Der Typ ist doch tot! Eroreinion. Ja, er ist wunderschön. Brave, talent er ist for wunderschön. Promising sehr command. Loyal, also eigentlich muss ich den nehmen, den ganz musst ehrlich. Du allein schon, wegen seinem Aussehen musst du ihn schon nehmen. Ganz recht, so jetzt. Nein! Eroreinion. Wieso? Verdammt. Toll. Gut, vielleicht hat es auch einfach nicht funktioniert, weil der Typ, der ihn adoptieren wollte, tot ist. Aber... Ja, ne? Vielleicht lebt der Glorfindel irgendwo weiter. Das kann natürlich sein. Er lebt in unseren Herzen weiter. Ah ja, du warst mit der Armee schon recht nah dran. Genau den Zirdan hast du ja geschickt. Sollte ich vielleicht noch aus dem Weg andererseits... Ja, ist doch eigentlich scheißegal. Ja, eben, vor allem das Dorf, das dürfte ich sowieso... Der ist nicht dabei. Ja, komm, greifen wir gleich an, oder? Ja, klar, Echtzeitschlacht, komm. Gleich erste Echtzeitschlacht, sehr schön. So muss das sein. Ihr müsst ja auch was geboten bekommen für euer Geld, das ihr technisch gesehen nicht zahlt. Ja, doch, für den Internetanschluss. Ja, gut. Aber das zahlt ihr ja nicht an uns, das zahlt an euren jeweiligen Internetanbieter. Richtig. Ach ja, noch was. Das Thema mit Parts, dass ich jeden Tag ein Part bringe, das kann ich vielleicht in Zukunft sogar noch ausbauen, jetzt mal abgesehen davon, wann ich immer zum Aufnehmen komme. Das fühlt sich echt flüssiger an, ne? Ja. Okay, WASD, warte, geh mal kurz in die Steuerung, währenddessen erklären. Na, nee, ich benutze WASD sowieso normalerweise nicht. Ich komme da schon wieder rein. Ist ja jetzt auch wieder eine Weile her. Aber ich werde es nachher definitiv umstellen, weil ich mich mit WASD über die Karte bewegen will. Das stimmt. Also ob du es jetzt umstellst oder nachher. Kann ich jetzt von hier aus direkt in die Steuerung? Ja, Game Options und dann... nicht Game Options. Oder auch nicht. UI, glaube ich, ja, ist, oder? Nee, User Interface. Sound, Graphics, nee. Eigentlich müsste es unter Controls sein, also Game Options und dann Controls. Naja, ist jetzt ja, vielleicht dann bloß außerhalb vom Kampf. Wir werden sehen. Ich kriege jetzt demnächst Glasfaser-Internet. Oh, sehr schön. Das bedeutet für unsere Zuschauer dann doch mal eine sichtbare Änderung. Schnellerer Upload auf jeden Fall. Schnellerer Upload, naja, sollte doch dann auch, sollte es dann nicht auch bessere Videoqualität geben? Nee, automatisch ist das nicht. Das betrifft jetzt nur das Internet. Okay. Die Videoqualität, die kann ich ja hier beeinflussen, indem ich einfach mal, ja, weil ich dann auf 1080p rendere. Eben, zoom mal schnell hin, die Qualität vom Ding kommt mir irgendwie so ein bisschen niedrig vor, oder? Vom Ding? Ja, von dem. Nee, überhaupt nicht. Das ist cool. Das ist eigentlich cooler als vorher. Tja, eben. Ja, ich muss mich erst an den neuen Bildschirm gewöhnen. Ich habe Third Age nämlich noch gar nicht gespielt auf dem neuen. Ich wollte da jetzt auf den Ralf warten. So, was hat er da? Er hat wahrscheinlich Snaga Stalkers da links. Ja, das hier sieht mir nach diesen Hellebardieren aus. Ja, das oder zumindest irgendwas ist die Leibwache oder so. Oder war das ein General? Nee, das war nicht. Ja, genau. Und das sieht mir nach Snaga Stalkers aus. Also ja. Keine Fernkämpfer, das heißt... Meine Bogenschützen werden wunderbar zur Geltung kommen. Das lassen wir mal schnell vorlaufen. Wir haben doch keine Zeit. Also technisch gesehen schon, aber... Ja, ach ja, genau. Technisch gesehen, ich habe jetzt mehr Festplattenspeicher. Das heißt, wir können jetzt auch länger aufnehmen. Gut, ob sich das jetzt so auswirken wird für euch, ich glaube es eher weniger, weil wir werden eh nicht so lange am Stück aufnehmen. Wir müssen auch zwischendrin mal eine Pause machen, weil man merkt so nach so 2-3 Stunden merkt man doch schon nach dauerhaft reden und das geht hier nicht. Es geht nur in Shogun. Nach dauerhaft reden und quatschen und machen und tun ist man dann doch ein bisschen K.O. Auch wenn man es nicht glaubt, du hast ein Bataillon, hast du es vergessen auszuwählen. Ja, ich weiß schon. Lass sie ruhig hinsprinten, weil es tut nicht weh, weil die sind so... Außerdem kannst du sie mit Zirdan, was hat denn der? Hat denn eine Special Ability? Warte kurz, ich glaube nicht, aber ich... Gleich. Ah, stellst du dich ein bisschen schräg auf. Ja, ich weiß schon. Das will ich aber eigentlich nicht. Naja, kann nur blasen. Er kann nur blasen. Saga. Naja, vielleicht kommt es ja noch. Ja, das ist ja auch immer so das, worauf ich immer hoffe, dass sie noch ihre Special Abilities... Ja, schieß einfach. Dass die ihre Special Abilities noch bekommen, aber irgendwie glaube ich da nicht dran, weil bis jetzt hatte ich es noch nicht. Naja, vielleicht... Naja, ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass die gleich ihre Feuerpfeile einsetzen. Weil theoretisch sollte das bei trockenem Wetter, ja,
Ja, okay. Dann. Die Häuser zündet es nicht an. Machst es so umständlich, anstatt dass du sie alle mit Steuerung nacheinander auswählst und dann einmal auf den Button Flammen erlöschen klickst. Vollkommen wurscht. Naja. Dann brennen sie alle. Eigentlich allein schon wegen der Optik müsste man fast die Flammenpfeile anlassen, aber... Die sehen hier echt besser aus jetzt, ne? Ja. Ja gut, könnte auch vielleicht einfach daran liegen, dass es alles größer ist. Größer ist immer besser. Es macht so Spaß, ja, auf diesem Bildschirm zu spielen. Ja, definitiv. Vor allem, wir können von der Distanz, wo wir gerade dran sitzen, können wir gar nicht den ganzen Bildschirm einsehen, sondern uns immer nur auf einen Punkt fixieren. Wir müssten uns eigentlich total weit zurücklehnen, dass wir alles im Blick hätten. So, was machen sie wieder? Sie machen Scheiße, okay. Ja, sie rennen ein bisschen im Kreis, damit ich sie schön abschießen kann. Ja, das kennen wir ja. Absolut beliebte Ork-Taktik auf jeden Fall. Ich sage ja, das ist die orkische Verwirrungstaktik, ja. Ja. Ich meine, es wird den Orks auf Gundabad irgendwann mal das Leben kosten, aber hey, sie haben versucht, uns zu verwirren. Und das sehr erfolgreich, also. They have lost half their men. Ja. Okay, jetzt ziehen sie sich wieder auf die Piazza zurück. Ja, weil sie merken, dass sie die Hälfte ihrer verdammten Männer getötet haben. Mach die Feuerpfeile wieder an gegen die Schwergepanzerten, die machen mehr Schaden. Ja gut, mehr Schaden machen sie auch gegen die Leitgepanzerten. Ja gut, aber das die Problem war halt, dass ich während jawohl, Routing. Ah, jetzt laufen sie aber wieder. Ja, ich weiß nicht, ich lass mal lieber die normalen Pfeile an, weil ich habe eh noch genug Munition. Ja, stimmt eigentlich. Das sind so wenige, wie es jetzt langsam werden. Sehr, sehr fein. Ah, da ist ihr General. Also hier, Hauptmann. Ja. Ja, okay, nee. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wer da jetzt der Hauptmann sein soll. Ja, eigentlich der mit einem Schwert in der Hand. Ja, was? War da einer? Weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Ist eigentlich auch egal, wir erschießen sie eh alle. Ja. Die räudige Hunde. Das habe ich mir ein bisschen schwerer vorgestellt. Ja, der hat ja quasi, der macht quasi gar keinen Gegenwehr. Also ja. Du kannst mal ein bisschen auf Vorlauf machen. Ja, denke auch. Dann sterben sie noch schneller. Und angenehme 60 Frames, das ist wirklich... Ja. Und weg ist er. Without him, his troops will lose their will to fight. So. Vielleicht hieß er wieder Gutsluck oder Gatzluck oder... Lundzack! Lundzack! Ja. Wir waren nah dran. Jetzt haben wir die ganze feindliche Armee ausgelöscht, ohne einen einzigen Mann zu verlieren. Ja. So gut wie zumindest. Aber wir haben noch genügend ja, Pfeile. Ja, wir haben noch genügend Pfeile und... Na, lass mal auf die... Na, aber ist eigentlich egal. Ja, jetzt treffen sie es ja halt nicht mehr, weil es halt nur noch drei Stück sind. Ja. Komm. Euer konzentrieren, die Idioten. Ja, sie konzentrieren sich schon die ganze... Super. Ja, einer immerhin ist noch weg. So, das war's. Ja, das war's. Jetzt Zirdan reinreiten lassen und die Snaga-Stalkers, weil dem seine Leute... Zirdan auf alles scheißegal. Das ist ja eher auch Heavy Infantry. Hui! Hui! Our men are in command. Nicht mal einen Mann verloren. Das ist echt... Das hatte ich tatsächlich auch noch nie. Zumindest nicht in der Echtzeitschlacht. Ja. Bei so automatisch berechneten Dingern, da hatte ich das schon ein paar Mal. Echt? Ja. Da hatte ich bloß, dass man so zwei, drei Männer verliert. Das hatte ich schon. Nein, das ist aber wirklich so, da hatte ich mir bei einem Belagerungsangriff, da war irgendwie Army Ratio 25 zu 1 und habe ich keinen verloren. So, damit gehört Attilin wieder dir. We have triumphed! Aha. My lord, our courage and honor have conquered. 50 Gold. Ich hätte es jetzt exterminated. Aber das sind schon wieder weniger als beim letzten Mal. Also die haben offensichtlich... Ja, das waren auf jeden Fall über 800, wo ich das erste Mal eingenommen habe. Ja, wahrscheinlich haben sie tatsächlich was exterminated. Das kann gut sein, ja. Ja, wenn der jetzt alleine angreift, ist er ganz schön dumm. Oder lass nur einen Zirdan angreifen. Und die genannten... Ich überlege, ob ich alles angreifen darf. Oder... Ja, Quatsch, warte mal. So mach ich's. Ein paar Bogenschützen. As you command, an honorable, glorious victory. We glory, honor. Das ist immer halt das Ende, wenn man automatisch berechnet, kriegst du sie nie alle. Ja, mei. Aber dafür hat das Zirdan jetzt eine Auszeichnung bekommen. Oh, ja. Ein Orks of Gundabad Shield. Sehr schön. Das ist eins auf Hitpoints. Das kann ich gut gebrauchen, weil ich benutze meinen General sowieso ganz gerne mal im Kampf.
Erubadron, du bist noch der Einzige mit Ralph. Ja, weil der blöde andere gestorben ist. Versager. Hey, wir wollen euren Sohn adoptieren. Er ist tot. Och, wollt ihr... Jetzt macht er wieder das Gleiche. Ich könnte jedes Mal wieder lachen. Nee, ich find's langsam nicht mehr zum Lachen. Doch, ich schon. Wenn du es nämlich jetzt schon das dritte Mal hintereinander so gemacht hast. Oh. Das, ich würde mal sagen, schick die mal direkt nach Imladris zurück. Ja. Aber so, dass ich nicht in ihrem Angriffsbereich bin. Ah, Noritirne Warriors. Sehr schön, die sind wichtig jetzt. Da war übrigens eine Zuschauerfrage, ob es mal besser gepanzerte Truppen beim Ralf gibt als nur die Condi-Einheiten. Und jetzt habt ihr die Antwort, ja, es gibt sie. Es war echt eine dämliche Frage, also eigentlich sage ich immer, es gibt keine dummen Fragen, aber das war ja wirklich, also... Naja, darf man nicht.